Der Bruder fragt, wer wird über die Sirat-Brücke hinübergehen und wer nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Maryam, وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيًا. Und ein jeder muss darüber hinweggehen, über die Sirat-Brücke. Das ist bei deinem Herrn eine beschlossene Sache. Und in einer Überlieferung, die Al-Haythami rahimullah ta'ala als authentisch klassifiziert hat, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, jeder Fajr, jeder Sünder durch und durch und jeder Rechtschaffene wird über diese Brücke hinweggehen. Ihr müsst euch vorstellen, diese Brücke ist ja über Jahannam, über den Höllenfeuer. Und natürlich, wenn man darüber hinweggeht, wird man erfasst von was? Von Jahannam. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, das Feuer für die Gläubigen wird so sein, wie das Feuer für Ibrahim alaihi salatu wasallam, kühl und angenehm. Kühl und angenehm. Gibt es einige Gelehrte, die sagen, die Kuffar werden erst gar nicht über die Brücke gehen? Ja, diese Ansicht gibt es. Diese Ansicht gibt es. Und dieses auch mit bestimmten Beweisen. Aber, wallahu ta'ala ala wa alam, ein jeder wird über die As-Sirat-Brücke gehen müssen. Wallahu ta'ala ala wa alam.